Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt, der Hi und willkommen bei der repubertären Anmoderation. Bevor es ja eigentlich losgeht, will ich einwerfen, dass der werte Herr Dion Random da hinten vor 2 Tagen Geburtstag hat und ich würde gerne... Er entschuldigt sich, aber ich würde gerne einführen, dass er wie zu seinem Geburtstag auch heute der Geburtstags-Hitler ist. Das heißt, das er hat die Entscheidungsgewalt über all uns. Ne? Das ist so korrekt. Deshalb habe ich auch den schlechtesten Platz bekommen. Ja. Und er hat hier die Macht, Dinge passieren zu lassen. Dion, ich zähle auf dich. Ja. Dann sind wir jetzt bei der tatsächlichen Anmoderation. Herzlich willkommen beim Feedback. Anmoderation A, hey, wie hat euch das letzte Video gefallen? Das war der Wahnsinn, oder? Anmoderation B, hey, bald kommt ein neues Video, wird euch sicher übelst gefallen. So, und jetzt haben wir A und B fertig und haben hier Kommentare und das ist ganz schön. Hallo. Hi. 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 Die anderen stellen sich einfach mal alle vor, weil wir haben keine Lust, über alle zu reden. Ich sitze, darf ich mich auch vorsetzen? Wollen wir jetzt eigentlich noch das Mikro anmachen? Ja, da vorsitzt er. Muss reichen, glaube ich. Gut. So, ja, wer ist das alles? Das ist der Robin, das ist der Daniel, das ist die Jenny, das ist der Christopher, das ist der Heinrich, das ist der Dion, das ist der Hallafir, das ist der Herr Roden, das ist der Nomasch. Hi. Das ist die Anna. Ich bin Anna. Hi. Ich bin Anna. Was ich gerade noch sagen wollte, der nette Mitdenkende Halafi hat gesagt, im letzten Feedback fiel irgendwie der Satz, ja, das nächste Feedback wird wieder ernst und serious und so. Es wird doch ernst. Es wird dann wieder ganz deep und so. Und ich bezweifle das so ein bisschen, gerade mit dem Geburtstagshitler da hinten. Aber wir werden sehen. Nun, kommen wir doch zur ersten Frage, die mein werter Banknachbar Daniel B. hier Der braucht was wie eine Glocke, dass der mal klingeln kann, wenn der was sagen will. Warte, wir finden da bestimmt was. Was ist denn mit dieser Tröte da? Ein nerviges Geräusch machen. Nee, die Tröte. Diese Tischari. Ja, ihr übt leider nicht. Ist das für den Mund? Weil ich habe meine Hände sind in Benutzung. Du musst da übrigens nicht pusten, sondern singen rein. Du musst da Töne reinmachen. Sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall. Gut. Gut, kommen wir zur Serious ersten Frage. Von Gunne619. Gunne, bester Mann. Da ihr ja Magic zockt, was haltet ihr von Hearthstone? In der Uni hat Hearthstone so etwa den halben Hörsaal erobert. Ist ganz witzig, wenn man von oben auf die ganzen Bildschirme runterguckt. Falls jemand Hearthstone zockt, Name her. Ach ja, und wegen der unerträglichen Band, Hashtag Robin ist hässlich. Hä? Die Band war übelst geil, Mann. Aber was ist sagen wollte? Sag mal was zu Hearthstone. Also hat das irgendjemand von euch gespielt? Nein! Ja! Dion? Ja, ich spiele Hearthstone, aber nur, weil man nicht nachdenken muss. Okay, ich wirklich sehr voll der Dis. Was ich gerade sagen wollte, ich dachte, diese Tröte ist dafür da, dass du damit einleitest, dass was passiert. Ja. Du setzt dich auch andersrum jetzt hin. Andersrum? Wir brauchen, glaube ich, weil du bist hässlich, er hat geschrieben, du bist hässlich, er will dich nicht sehen. Andersrum. Auf den Stuhl andersrum. Genau. Na, da kommst du gerade an, das ist doch schön. Das ist so schön. Ja. Das ist richtig schön. Ja. Also, ich rede einfach mal mit der Kamera, ohne reinzugucken. Mach das mal. Ich würde sagen, Anna macht eine Bewegung dazu. Und also, ich habe Hearthstone schon mal gespielt und. Also, es ist halt auch ein Free-to-Play-Game, man muss immer wieder was kaufen, um neue Booster zu machen, oder man zockt halt immer diese Tagesaufgaben. Ich habe es auch eine Zeit lang gespielt, zurzeit spiele ich das nicht mehr, weil ich das nicht so cool finde, weil zu viel kam und wenn du halt nicht hinterher bist, hast du dann irgendwann nicht mehr diese Oberkarten, wie alle anderen haben und ja. Die Tamogolfs und so. Die Tamogolfs, ja, wenn du wisst, was ich meine. Also nochmal kurz, spiel lieber Magic. Aber ich kann dir ja mal meinen Namen geben, Gunne. Wenn du das willst, dann können wir auch einmal duellieren. Hast du aufgegeben? Hä? Sag mal bitte, Gunne, es wird Zeit für ein Duell. Gunne, es wird Zeit für ein Duell. Stark. So, Kamerativ. Ja, was sagen die anderen zu Hearthstone? Vielleicht, ich glaube, da haben wir alle schon gespielt, aber ich fand das irgendwie zu leicht. Warte mal, ich glaube, Kameratyp hat auch Geburtstag. Wirklich? Kann das sein? Schreib es in die Kommentare, alles Gute übrigens. Hashtag Geburtstag. Ja, alles Gute. Falls nicht, nehmen wir es zurück. Ja. Und sag dem Changement alles Gute, Kameratyp. Sag dem Changement schöne Grüße. Viel Glück zum Geburtstag. Wie soll ich denn dem Changement was ausrichten? Wenn das Video erst dann nachdem ich bei ihm war, macht. Wenn ihr das Video erst Monate nachdem mich
Da siehst du, nachdem ich. Achso, nachdem ich. Da hat er keinen. Ja, Kameratyp, alles Gute. Ey, der Changeman hat ein Foto von mir drin letztens. In seinem Fotosong. Geil. Das ist ein geiler Typ, der Changeman. So, der Kameratyp fragt gleich noch was. Der war nämlich auch neulich in Japan. Oh, über Japan könnte ich Dinge erzählen, ey. Mache mal. So. Du musst dich halt wegdrehen von der Kamera. Ey, über Japan, ey, ich könnte so Dinge erzählen. Ja. Alter, diese Speicher, Gassen. Genau. Ja. So. Lieblingswrestler, jetzt wird's ganz toll. Aber Undertaker zählt leider nicht. Was? Das zählt nicht. Es geht um den Undertaker. Rey Mysterio! Ja, das ist scheiße. Wir sind so einig. Ja, mit der Maske. Er ist schon wieder vergessen. Nein, ja. Peinlich. Guck mich in die Kamera. Nicht unangenehm. Peinlich. Ja, was denn? Peinlich. Unangenehm. Erzählen. Na, Undertaker, weil irgendwie irgendjemand hat gesagt, Spitzname oder so. Ja, Undertaker. Und ein Undertaker. Wegen dem Undertaker, der ein Wrestler ist. Ja, das ist ja egal. Weißt du das? Ist mir egal. Undertaker mit seinem Undertaker. Okay. Jetzt weißt du das. Okay. Ey, was ist euer Lieblingswrestler? Ich hab den Undertaker gefeiert. Also, ich hab ihn wirklich gefeiert. Ja, der hatte 13 war ich nicht so. Der 13 nicht bei. Ich fand ihn sehr langweilig, weil er immer nicht geredet hat. Rey Mysterio, bester Mann. Der hat den ganzen Leuten Nasenbluten geleitet. Hallo, geht es hier immer noch um Wrestling? Lass den mal noch drin. Wir haben gerade erst angefangen. Aber mein Lieblingswrestler ist immer noch Rey Mysterio. Echt, deiner Schau? Ja, bester Mann. Geiler Typ, der hat immer Seitens gemacht. Was ist war das der Kleine mit der Maske? Ja, genau. Der war auch geil. Ja. Ja. Der Nils war neulich mal in einem Feedback, irgendwann mal 16 oder so und ich glaube auch in 8 16, Leute. Ja. Ja. Und mit dem habe ich früher immer Wrestling-Tricks performt und habe ihm fast das Genick gebrochen dabei. War geil. Voll lustig. Immer so eine Eckcouch hatten wir auch wenn's, damals. Wenn es passt ist, dann ist es keine Geschichte wert. Genau. Nee, weil genau wie hier. Nix oder it didn't happen. Scheiße. Genau wie hier. So eine Eckcouch und dann halt auch Rey Mysterio, der hat halt so geile Saltos vom Rand gemacht. Und dann hast du ihn zu richtig gemacht, ja. Ja. Und das war geil. Habe ich mit meinem Bruder übrigens auch gemacht. Siehst du? Aber der hat mich immer so hochgenommen und dann, was, die haben ja den immer auf die Schultern genommen und dann runtergeschmissen. Ja. Das haben wir immer über dem Bett gemacht. Ich hab's mal alleine mit mir selbst gespielt. Das habe ich mit meinem gemacht. Bruder auch gemacht. Ne? Siehst du? Mit mir wurde das immer gemacht. Ich hatte mal so einen steifen Nacken, hab ich einer so hochgenommen. Du machst es mit deinem behinderten Bruder. Anna! Ja. Dein Bruder hat doch auch mal Dinge an dir performt. Mein großer Bruder, nicht mehr. Der hat immer meinen Kopf so genommen und mich zusammengedrückt und mich dann immer so hochgehoben. Ja. Sachen passieren. Bis ich mir dann da irgendwas verzerrt habe und musste so ein Halsding tragen. Ja, genau, und das hatte ich auch. Verboten. Das hatte ich auch. Er hat mich immer so rumgetragen, das war schon ziemlich witzig. Einfach dieser Druck auf dem Kopf und nur davon halt. Das war ziemlich. Ich war immer nur Zuschauer. Es hat halt nicht mal wehgetan, es hat halt übelst gedrückt, aber es war gar nicht so schmerzhaft. Mit dir konnte ich das nicht machen, ich hatte nicht genug Kraft dafür. Wir haben uns auch nicht daran gehabt, so krass. Ja, der Peter war ja auch nee, scheiße. Nee, da war ich noch zu dünn. Hattest du zu wenig Kraft oder war er zu dick? Der war halt ganz schlank als Kind. Dick. Und hatte eine ganz niedliche Brille. Ja, habe ich auch so gesehen. Echt? Ja, oh, wir blenden mal so ein Bild ein. Eine ganz wir blenden mal so ein Bild ein. Ganz hier, Peter jetzt oder was? Nicht. Nein, ich war nicht hier. Ah, so. Was mit Brille aber. Entschuldige. Geil. Mit Brille. Alter, wie früher? Vor, ja, süß. Aber nee. Er sieht auch gleich viel intelligenter aus. Ja. Ein letztes noch zum Thema Wrestling. Kennt ihr nicht Sting? Sting ist doch mit Abstand der geilste gewesen. War das nicht so ein der hatte immer so ein. Nein, nicht der. Der hatte eine schwarz-weiße Maske, hatte immer einen Baseballschläger dabei. Ja, den ich noch kenne, diesen übelst fetten, ich weiß nicht, wie er hieß, dieser richtige. Ja, genau. Fetten Schwein Daddy. Den fand ich aber auch cool. Der hat die Leute einfach nur so genommen und hat sie auf den Boden gespielt. Der Schwarze? Ja, genau. Immer wieder gemacht. Der Schwarze? Genau. Ja, der war nicht schwarz. Nur weil er schwarz war. Der hatte so einen schwarzen, hautengen Anzug an. Okay, ich weiß, dass aber einer. Ich habe eine WrestleMania geguckt und da hat er gegen einen Leichtgewichtsboxer gekämpft und dann hat der Leichtgewichtsboxer hat dann aus irgendwelchen Gründen gewonnen. Das war bei einer WrestleMania. Habe ich geguckt. Das war, glaube ich, die letzte. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so der Einzige, der diese WCW-Zeit hat. Ich habe das auch gesehen. Ja! Geburtstag, Hitler. Eine neue Regel, wenn Heinrich redet, darf keiner reden. Ach du Scheiße. Oh, okay. Heinrich. Ja. Heinrich. Ja. Die spannendsten Geschichten. Sehr gut. Absolut. Heinrich, was geht bei dir so? Ja, nix. Schade. Nicht so spannend. Aber ja, gut. Das ist eine spannende Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Nun, Annegret. Weil. Oh Mann, ist das behindert. Aber
Was hat denn jetzt Kalle zum Geburtstag gekriegt? Doppelpunkt. Klammer auf. Also trauriges Smiley. Ich glaube, sonst sehe ich euch mal unter vier Augen. Haben wir den Geburtstag gefeiert? Alter, wie verpümmelt bist du denn? Der hatte doch irgendwann die Bitte. Es geht darum, dass wir ihm ein Geschenk gegeben haben, ein ganz besonderes, was wir schon mehrfach angeteasert haben, aber ach, bis jetzt noch nicht aufgenommen. Ach das. Ach, das ist echt hart verpümmelt. Was ihr selbst hergestellt habt, was ihr gebastelt habt. Das war auch übelst der Aufwand. Also, Annegret fragt, was das nun war. Da muss die Annegret mal den Kalle fragen. Weil können wir nicht sagen. Annegret, können wir den Kalle kurz fragen? Ah, ist nicht da, ist ja Feedback. Wir können ihn aber kurz anrufen. Aber ich kann ja mal anrufen. Der sitzt bestimmt, nee, sitzt nicht mehr in der Uni. Wir könnten Maggie nach ihrer Brustgröße fragen. 75B? Ja. Kennt das jetzt halt mehr, weil sie ist in Australien. Aber nur ruft sie an. Andi, du hast ja kein Smartphone. Naa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 
So. Ja, überbrückt mal, es wählt. Okay. Brand new day. Ja, ich kann ja auch einfach schon mal die nächste Frage bitte, vorlesen. Bitte. Na, jetzt wollen wir. Ja, aber. Es geht los, geht los. Steckst du gerade den Schimmer? Ja. Wieso? Weil man dann sein tolles Bild sieht. Oh ja. Oh. Ja, es wird wohl nichts. Also ich glaube, selbst beim Feedback geht er nicht mehr ins Handy. Toll. Er hat es im Gefühl schon. Ist sehr schade. Enttäuschend. Ja, dann vielleicht im nächsten Feedback wird das aufgeklärt. Ich hab deine Dinge nicht. So. Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Ja. Darf doch keiner reden, wenn du... So, also was haben wir denn jetzt geschenkt? Wir müssen ja wenigstens noch irgendwie einen Hinweis geben oder so. Ist es selbst hergestellt? Achso, was? Was ich sagen wollte, Annegret, geh mal auf facebook.com/ich-gehe-nicht-aufs-klo, weil ich muss, sondern weil ich es kann. Und schreib dieser Person mal, ey, was hast denn du zu deinem Geburtstag? Mach das mal, Annegret. So. Ey, Herr Hitler. Das sagt er auch. Anna, das war die Bestandung. Hier, ganz kurz. Nicht über den Teppich. Sollen wir auch Schnauze halten, wenn er da ist? Da läuft irgendwie was auf den drauf. Aber nicht auf den Teppich. Also. Hat jemand die... Heinrich-Cola gesehen? Heinrich-Cola. Ich habe da eine ganz schöne Geschichte zu Cola. Erzähl. Erzähl. Wir hören alle zu. Keiner wird dich unterbrechen, Heinrich. Du darfst ist schon fertig. Das kannst du toll. Echt. Toll. Jens hat sie getragen. Wo ist toll, Jens? Nun, ich glaube, die Luft ist raus aus diesem Kommentar. So. Ein gewisser Markus Tiuber schreibt, oh schade, wollte auch gern eurer Aktion beitreten, war allerdings krank. Tja. No. Besserung, Markus. Und dann noch viel besser, was der Markus schreibt, außerhalb des Kontextes ist das sehr lustig, das Alter spielt doch echt keine Rolle. Und darauf wurde kommentiert, von Zivilperson. Ich liebe dich. Zivilperson 3087. Das ist ja und darauf wurde kommentiert von Chaos Yoshi. Hahaha, ha, ha. Make my day. Smiley. So, ein gewisser Markus Tiuber schreibt außerdem noch, der Insider 75b wird nie alt. Ha, ha. Nein, Dächer hat er geschrieben. Ja, Dächer. Dach, Dach. So. Mann, Mann, Mann. Ein, ich kann den Namen nicht lesen. Nomarsch, Nomaschulusch. Habt ihr Angst, Schabon, dass ihr mal fett werdet? Sag mal. Wie oft träumt ihr? Wann habt ihr Angst? Was würdet ihr brutal gerne machen? Ich würde sagen, die Frage, die ist zu deep, die würden jetzt nicht springen. Ich habe aber Angst, also ich träume das auch. Also was du träumst, dass du Angst hast, zu fett zu werden? Ja, ich habe vor Angst. Ja! Heinrich muss die Frage beantworten. Das sind vier Fragen. Die erste. Alle. Die erste. Habt ihr Angst, dass ihr mal fett werdet? Heinrich? Die erste Frage, wie... ja, ich hab... Ich war als Kind halt fett. Und... Ja, lach nicht. Dann war ich, bin ich halt von meiner Mutter zu meinem Vater gegangen und da habe ich halt so ständig abgenommen und dann bis ich, ich bin halt mit 10 zu meinem Vater gekommen und dann habe ich so, bis ich 20 bin, hat sich das erstmal rausgewachsen, weil ich war vorher ein bisschen kleiner und dann habe ich, halt, bin ich halt schlank geworden. Aber ich habe jetzt immer Angst, wieder fett zu werden, weil ich halt die Veranlagung dazu habe. Deswegen muss ich regelmäßig Sport machen. Mag ich nicht, muss ich aber. Magst du nicht? Okay.
Doch, klar, ich liebe Sport. Würde ich auch sagen. Müssen wir mal zusammen joggen gehen. Aber ich jogge nicht. Die anderen beantworten wir nicht. Ich würde gern zu Wie oft träumt ihr noch mal ganz kurz erwähnen, dass neulich in meinem Traum der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist. Und ich mit Daniel in Nordkorea war, was ich einigen schon erzählt war. Nordkorea? Eine dritte Person war noch dabei, ich weiß bis heute nicht, wer es war. Und wir haben uns in so einen Traktorreifen reingesetzt und dann sind die Bomben gekommen und dann sind wir über den Strand da in Nordkorea gerollert in diesem Ding. Zweite Sportversion. So. Zweite Geschichte war spannender. Dieser komische Nomarsch, hat übelst viel geschrieben. Ja. Ich habe mir das halt einfach alles aufgeschrieben und dann wollte ich das ein bisschen verteilt schreiben, aber es kamen halt keine neuen Kommentare mehr. Dann habe ich das einfach alles gleichzeitig gepostet. Warum sagst du das denn jetzt, als hättest du das geschrieben? Ja, weiß ich auch nicht. Da heißt halt zufällig Telepathie. Echt? Lorenz? Ja. Das kann aber nicht sein, du bist gerade hier, deswegen kannst du das gar nicht sagen. Das geht doch gar nicht. Das stimmt, da hast du recht. Ich rede jetzt einfach mal in der Zukunft mit dir, Nomarsch. Hallo, Nomarsch. Hi, Nomarsch. Du darfst gerne weitere Fragen schreiben. Hast du irgendwo eine Tastatur? Ich habe nur den Mehrschlag dabei. So. Echt unbequem auf Dauer. Wann habt ihr Angst? Ist vielleicht jetzt noch eine Frage, die Halla 4 beantwortet. Ich habe tatsächlich Angst. Das ist eine Frage. Im Dunkeln? Es ist dunkel. Wie jetzt? Hast du Angst? Nee, eigentlich habe ich im Dunkeln Angst. Ich glaube, ich habe. Ich weiß, wann ich Angst habe. Wenn ich am Morgen aufwache, mein Wecker klingelt. Stopp, und russische Föderation. Es ist dunkel. Dann habe ich Angst. Russische, auf jeden Fall hat er keine Angst, wenn Leute. Daniel! Hallo, Kalle, Dings redet. Auf jeden Fall hat er keine Angst, wenn zwei Leute mit Kapuze ihn in der Nacht verfolgen. Ja, weil ich habe ja gedacht, dass ihr vor mir lauft. Ja. Dialoge gehen. Weil, nicht zu geht. Wir sind halt hinter dem gelaufen und er wusste den Weg. Ich wusste nicht. Und er hat uns vermeintlich verfolgt, aber wir haben ihn verfolgt. Und er hatte keine Angst. Ich bin halt zwei Typen hinterher gelaufen, von denen ich dachte, dass es Dion und Heinrich sind. Ja, so. Und eigentlich aber waren wir waren hinter mir. Wir waren hinter ihm. Ja, nein. Das aber ist ja unglücklicher Twist. Heinrich spricht noch. Nein, das ist toll. Ihr macht doch Shenanigans. Warum ruft mich denn die russische Föderation an? Wir gehen zurück. Was ist das für eine Nummer, die mit plus 7, 9 anfängt? Oh, russische Föderation. Ja, dann ruft dich doch aus Kalle. 7, 9 ist... Vielleicht, ich würde vielleicht nicht zurück. Das ist Kalle. Das ist halt schon echt nicht so buggy. Ist ja auch nicht Kalle. Ja, lass es halt. Haben wir gerade irgendwas Schlechtes mit Putin? Wir haben über Nordkorea geredet. Ja. Scheiße, wenn man das machen sollte. Ruft die russische Föderation an. Das kann halt auch wirklich da. So, Herr Rodes, was würdest du brutal gerne mal machen? Ich mach das halt immer. Also was heißt Würde? Würde Fahrradkette. Irgendwas, was du nicht direkt machen kannst. Würde Fahrradkette. Danke. Irgendwas, was du nicht machen kannst, weil es nicht legal ist oder nicht in deinem Rahmen gerade momentan. Klingt halt mit in die Stadt, wie das Apartment stellen und in die 12. Etage ziehen. Jenny? Ja? Jenny, ja? Du darfst auch die Frage beantworten. Was denn? Was würdest du brutal machen? Warum bestimmst du das? Das ist doch eigentlich Dürens Aufgabe. Nee. Ich habe gar keine Aufgaben. Ach so, okay. Wenn er tut. Stimmt, er hat keine Aufgaben. So, was würdest du jetzt brutal gerne machen? Du hast doch gerade dem Herr Rodes so gut reingeredet. Brutal gerne machen? Aber das ist echt gemein. Das muss sanktioniert werden. Ich bin ja der Moderator. Brutal gerne machen. Ins Rohr. Fällt ihm auch nicht schön. Wohl die Beine überschlagen. Genau. Ich bin jetzt glücklich. Ja. War die Frage schon komplett jetzt eigentlich? Dieser Kommentar. Beim nächsten Kommentar müssen alle ernst bleiben. Keiner darf lachen und die Frage muss ernst beantwortet werden. Klar. Aber wenn es eine ernste Frage ist. Aber also vor der Frage dürfen wir lachen. So. Ich glaube aber, das ist nicht schwer. Aha. Gut. Ja. So, die nächste Frage ist wieder von Nomarsch. Nomarsch. Entschuldigung. Nomarsch. Ist aber schon Marsch. Du hast im Feedback gesagt, ein Just Cause 3 könnte langsam mal passieren. Habe ich das gemacht? Ja, hast du gemacht. Ja, jetzt ist es mit den ersten Informationen angekündigt worden. Und ich bin schon übelst gehypert. Vor allem auf die neue Welt und verbessertes Gameplay freue ich mich. Hättet ihr lieber Revolution statt Evolution gehabt? Wenn du hier irgendwas von läppischen 65% in Just Cause 2 redest, muss ich jetzt auch mal kurz damit angeben, dass ich im Moment knapp 80% habe. 97, wurde gerade ein Update gegeben. Kann jemand mal achtungsvoll raunen?
Oh. Ein Raunen durch den Raum. Das war ernst beantwortet. Ja, wir sind fertig. Ja. Ja. Lieber die Antwort ist ja. Nein, Revolution statt Evolution. Ach so. Nein. Alle verloren. Alle verloren. Alle verloren. So geht das nicht. Außer Herodes. Ich war nicht gelacht. Guter Mensch. Guter Mensch. Nun, dann haben wir das wohl verkackt. Die war schon beantwortet, hat nichts. Nein, für die Frage. Für die, die von uns verkackt haben. Ich hab auch verkackt. Das ist ja geboren. Ja, du musst die Regeln kurzfristig. Du musst dich ja deine eigenen Regeln halten. Ich sehe, der hat keine Fehler gemacht. Was? Aber er ist Hitler. Hitler hat auch ein paar Fehler gemacht. Hitler darf halt alles. Ja. Das wäre mir neu. Ein Hitler, du Mutter. Er darf auch mich wieder umsetzen. Das ist übelst unbequem, Mann. So. Gibt es Spiele, bei denen es für euch äußerst schlimm wäre, den Spielstand komplett zu verlieren? Ja. Kenny, Farm Hero Saga. Ja. Geh ruhig auf dem Bild. Sie gab, Daniel, wie geht kamst du denn dazu, dass du diesen Spielstand verloren hast? Naja, Dampe. Oh. Heinrich, wie kam es denn dazu, dass Halafir ja, wie den Spielstand verloren hat? Ja, das kann ich euch sagen. Wir haben die Handys getauscht und dann meinte irgendjemand, den Spielstand löschen zu müssen auf dem Handy, das Spiel zu löschen. Und wenn sich das Spiel löscht auf dem Handy, löscht sich auch der Spielstand. Hätte er nicht synchronisiert mit Facebook. Macht natürlich Fehler. Hat er nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn er es nicht gemacht hat, ist er selber schuld. Weil das war Dions Idee, Dions Idee wird immer gut. Flasche. Das ist doch schon wieder so scheiße, du kannst... Alle reden einfach. Du bist doch fertig. Daniel redet nee, auch nicht. Ich bin nicht fertig. Entschuldigung. Heinrich, du solltest echt öfter Geschichten erzählen. Ja, auf jeden Fall hat er dann sein Handy wiederbekommen, das Spiel war weg. An dem er anderthalb Jahre gearbeitet hat. Und dann synchronisiert man nicht. Bist du jetzt fertig? Weil, was ich außerdem auch mache, ich habe von Skyrim und Gothic 2, das kennt ihr vielleicht, da habe ich, das Spiel ging ganz lange und ich habe diese Spielstände auch extrem gut gesichert, damit ich sie nie verliere. Die sind extrem gut. Giraffe. So. Der Lautsprecher. Was ich nochmal sagen wollte. Ich fand es einfach nur scheiße, dass ich das mit Facebook verbinden soll. Weil, das ist genauso wie wenn... Du hättest Bonuspunkte bekommen. Aber es ist genauso, wie wenn dich dein E-Mail-Anbieter darum bittet, dir deine Telefonnummer anzugeben. Das mach ich auch nicht. Nein, vor allem ist doch sowieso von Facebook, oder nicht? Ja. Was? Nein. Doch, das kannst du im App Store runterladen. Wenn du deinem E-Mail-Anbieter deine E-Mail-Adresse gibst. Ja, dann muss ich ihm doch nicht meine Handynummer geben. Ja. Ja, was ist denn jetzt von mir? Weiß ich nicht, was. Ganz schöner Abend war das. Das ist auf jeden Fall scheiße. Ja, weißt du, Geburtstagshitler. Halafir und Gendrik haben eine Meinungsverschiedenheit. Sie werden es jetzt hier ausrangeln, der Recht ist. Geil. Rangeln. Was sind jetzt die Regeln des Rangels? Aua, du rangelst nicht, Mensch! Du rangelst nicht, Mensch! Okay. Du spielst überhaupt keinen Dings mehr. Muss ich nicht darüber drücken? Ja, darf ich Rangeln spielen? Oder was? Ja, ihr rangelt, ihr macht 90 Jahre. Jetzt raus, mir doch scheißegal, wer gewonnen hat. Okay, okay. Wann gewinnt jemand? Das weiß ich auch nicht. Okay. Oh. Drei Sekunden auf den Boden drücken. Wie beim Wrestling, 3 Sekunden auf den Boden. Ich hab meine Meinung über Lieblingswrestler. Das ganze Futter! Ich glaube, Halafir gewinnt seine Meinung. Ich seh nichts mehr! Mit meiner Meinung an! Halafir hat natürlich recht. Halafir hat recht! Hey, oh Mann! Oh Mann, Leute! Das hat unfair angefangen. Wir waren das war doch mal voll der Wrestling-Move, wie du mich auf den Boden geholt hast. So, egal, wir brangeln jetzt doch alles darauf. Es macht schon wieder die ganze Zeit Screenshots dabei. Liebe. Screenshots? Ja. Hosen tauschen. Schön. Hosen. Friedensbeweis.
Nun, ich, auch schon geklärt. Ich weiß nicht mal, was die Meinungsverschiedenheit jetzt war. Aber wie frei das auf einmal ist. Er hat gemeint, wenn man. Er hat gemeint, wenn man Facebook seinen Farmville-Account synchronisiert, ist das wie wenn man seinem E-Mail-Erbieter seine Telefonnummer gibt. Und ich meinte aber, das ist genau dasselbe, wie wenn um deine E-Mail-Erbieter deine E-Mail-Adresse gibt. Weil Farmville ist ja von Facebook. Aha. Ja, es geht aber nicht um Farmville. Eben, ich hab Unrecht gehabt. Geht mir leid. Farmville. Das ist mir scheißegal. Ich hatte Unrecht. Das ist so korrekt. Nun. In der Tat. Gibt's ja oder was ich sagen wollte, bis vor kurzem wäre es bei mir noch Final Fantasy gewesen, aber ich habe den Richter besiegt nach 10 Jahren, bin ganz toll. So, was findet ihr besser, duzen oder siezen? Beide Wörter sind übelst hässlich auf jeden Fall. Ja. Oder noch mehr, wie bei den meisten Sprachen, oder nur duzen, wie zum Beispiel im Englischen? Ich sieze nur Leute, die ich nicht mag. Das ist gut. Ich stimme Ihnen Herr zu. Herr Gerd. Dankeschön. Aber gibt es im Englischen nicht auch einen Unterschied? Grüß? Oder? Nee, ja. You, ist alles you. You have my Liebe. You have no. Okay. Ich finde es you, okay. Also, wie man es halt macht, da liegt ja auch auf der Hand. Ich gerne deine Mutter. Nee, ich bin das ein bisschen abartig, wenn diverse Leute von euch, die noch nicht so alt sind, auf mich zukommen und nicht sitzen. Das ist nicht so geil. Hab ich du musst schon gedacht. Echt ein Auto kaufen. Okay. Wieso ist das schlimm? Rede weiter. Ich find's eklig. Was? Wenn kleinere Zuschauer auf mich zukommen und mich siezen. Ja, wenn ältere Zuschauer auf dich zukommen, ja. Finde ich auch echt komisch. Generell gesiezt wenn mich zu werden, dann fühlt man sich gut. Leute siezen, sage ich ihnen, du kannst mich auch duzen. Und ältere, ja, ich gucke sie mir meistens an und wenn ich sie länger kenne, dann duze ich sie halt auch. Aber sonst sieze ich sie auch. Mein Chef habe ich bis vor kurzem auch immer gesiezt. Jetzt ist was ist mit deinem Chef? Du bist jetzt per Du. Ja. Oh, ich hab's verpasst. Was war das? Bist jetzt per Du. Er ist so ein Arsch, Alter. Was ist mit dem Chef? Wieso siehst du ihn nicht mehr? Ja. Erzähl mal die Geschichte. Weil das geht leider nicht mehr. Er ist nämlich bei einem. Er ist von uns gegangen. Ist er im Urlaub? Ja, er war im Urlaub. Auf dem Rückflug. Außer ja alles mal Lörpers. Auf dem Rückflug, ja. Welcher Flug war das nochmal? Stimmt, das ist nicht lustig. Ernst bleiben. Ja. Ja, Moneyboy wurde dafür übelst gehatet. Das war Moneyboy, Alter, das war so fucking lustig. Wir wollen ja nicht gehatet werden heute. Ja, nee. Das war auch voll unheimlich. Das ist nicht witzig. Jetzt hier was sehr genau. Aber dein Chef. Nee, er redet das für mich. Ja, aber er redet ja gerade nicht. Ja, was wolltest du denn? Dein Chef hätte sich auch geschickt abholen können. Ja, hätte er, ganz ehrlich, hätte er das gemacht, hätte er überlebt. Ja. Hätte er seinen Tisch umgeklappt. Ja. Oh Mann. Nun. Nun, nochmal stark auch noch, dass Markus unbedingt mal dabei sein sollte. Naja, wir haben ja heute Heinrich, also das ist schon gerade ein guter Ersatz irgendwie. Waren die zwei Geschenke an Kalle frisch gepresst, mit Gurkenkäsern verpackt und hatten die Geschmacksrichtungen herzig und rosig? Wenn ja, meine ich zu wissen, um was es sich bei dem Cliffhanger am Ende vom letzten Feedback gehandelt hat. Nee, Kondome wäre echt zu langweilig. Ich glaube, ja, Kondome waren es nicht. Kondome gepresst in Gurkengläser. Ich verpacke meine Kondome aber immer in Gurkengläser. Ich tue die nur zu meinem Gras. Ja, aber du nimmst immer herbharzig. Geht ja gerade um Geschenke. Heinrich und ich haben ein bisschen was Fieses gegenüber Herodes gemacht. Ja. Haben uns jetzt aber auch entschuldigt und haben noch Geschenke mitgebracht. Die wollte er jetzt noch live auspacken. Ja. So, was haben wir denn hier? Man weiß es nicht. Aber das ist gut, die werden nämlich langsam kalt. Es könnte alles Mögliche sein. Kann alles sein. Warte, eine Springschlange, die mir ins Auge springt. Was ist denn das eigentlich, das doppelte T? Ist das, Modern Warfare steht für Traumwelt. Das stinkt ein bisschen. Traumsucht. Oh, das ist irgendwie so ein Creme. Oh, das ist aber lecker. Muss ich die jetzt auch verköstigen? Kidney Bohnen oder was? Sollst schon essen. Du hast gesagt, du möchtest es verköstigen. Oder Katzenfutter. Spider-Mike so machen. Das ist eigentlich. Das ist kein Katzenfutter. Das ist eine Bohnen. Das ist eine Ananas drauf. Sieht mal, es sieht aus wie Bohnen. Ja, das ist aber gefaked. Ja, nicht so, Alter. 3 Monate. Vielleicht ist es. Aber ich glaube, es kann auch Katzenfutter sein. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, ein anderes Geschenk auszupacken. Ist das Katzenfutter? Du solltest es einfach. Oh, das Geschenk. Ich hoffe, mir kommt das Leben entgegen, aber ich glaube es nicht. Das hast du jetzt die Bohnen jetzt probiert? Jetzt wird gepullert. Ganz vorsichtig, das Geschenkpapier kann immer noch mal nehmen.
Das sind die geboren. Ab 16 ist es, habe ich schon gesehen. Bohnen mit Katzenfutter. Auch die Engel essen Bohnen. War das richtig lieb von euch? Schön. Was auch Engel essen Bohnen? Ich kann nicht weil ich sitze. Ja, aber isst du jetzt noch deine Bohnen? Ja, du musst jetzt schon essen. Weil auch Engel essen Bohnen. Bud Spencer und Giuliano Gemma. Du musst jetzt schon deine Bohnen essen. Wo hast du hier einen Löffel? Ja, ich gönn mir mal bitte die Bohnen. Ja, nein, das ist immer auf der Nimm den. Ach genau, ich hab noch nicht alles angeboxt. Dir? Zu dem Boot gibt es noch ein Palermo-Fleisch. Ja, kann sein, dass da ein bisschen... Ist das aus? Halt das mal in die Kamera. Mach ich gerade. Hashtag Palermo. Das ist ein ganz normaler Löffel. Ganz normaler Salat. Schreib in die Kommentare Hashtag Palermo. Du musst einfach deine Hand hinterhalten, Daniel. So. Wer Anna? Genau. Ist ja fokussiert. Ja. Keine Fragen stellen, nur Hashtag Palermo schreiben. Das ist so korrekt. Mach wie du schaffst. So, und hier ist jetzt der Löffel und der Herodes wird es hier jetzt sehr schmecken lassen. Hast du die Bohnen schon in die Kamera gezeigt? Du kannst ja das Fleisch gleich dazu essen eigentlich. Das ist ebenfalls korrekt. Hier, sehen wir das Objekt. Daniel, wir haben es verstanden. Das sind Bohnen. Es riecht ganz lecker. Wir stecken jetzt den Löffel hier rein. Wir können uns das ja auch mal angucken. Ich weiß nicht, aber ich werde mir das schmecken lassen. Er wird sich das jetzt schmecken lassen. Hier, ein paar Fahrerbohnen. Gönn dir. Können wir nicht wenigstens warm machen? Nein. Wollt jemand noch nicht? Macht Bohnen noch nicht warm. Engel essen auch keine warmen Bohnen. Sind es Bohnen? So. Sind es überhaupt Bohnen, ja? Ohne ja, Katzenfutter. Echt? Noch den Haarenlöffel. Daniel, was hast du eigentlich? Das ist blond. Blonde blauäugig. Das blonde Haar einer. Herodes lässt es sich schmecken und wir machen weiter, oder wie? Ja, ja. Spider-Mike zum Beispiel fragt, wie findest du das neue Kettensägen-Video von Vitali? Robin. Danke. Denkst du, die Leute sind eingeweiht oder ist der Typ wirklich so hart unterwegs und jagt Leute mit den Schreck ihres Lebens? Ich habe darüber nicht schon mal übelst umfangreich geredet. Das war, glaube ich, das andere Video von Roman Atwood, wo der Drive-By gemacht hat. Ja, warst du auch mit der Kettensäge? Haben die nicht letztens... Er hat doch letztens einen Prank gemacht, wo der als Hitman, da war noch ein Kollege von dem dabei, wo der als Hitman mit so einem zu anderen Menschen gegangen ist, hat denen das Telefon genommen, hat dann so einen Stimmverzerrer und dann hat er in das Telefon mit dem Stimmverzerrer, das hält er sich da halt vor den Mund und redet da rein, when you want to see your kids, give me $100,000. Und das halt über das Telefon von diesem fremden Menschen. Ja, aber war das später nicht? Ja, doch, das war Winterdienst. Und genau, da war dann aber noch so ein korpulenterer Mensch dabei. Und ja. Der hat das dann auch gemacht. Der war da halt noch so ein Hitman. Und dann haben die halt die Leute so geprankt. Da waren dann aber auch so richtig krasse Typen dabei. Die dann richtig ausgerastet sind. Ja. Aber die waren das dann alle lustig, nachdem die das aufgelöst. Aber einer ist so richtig auf den drauf. Ja, aber also, um auf das Kettensägen-Ding zurückzukommen, oder ich habe halt das jetzt nicht gesehen, aber es ist halt in beiden Fällen, also entweder sind die eingeweiht, das ist uncool, oder die sind halt nicht eingeweiht, das finde ich auch uncool. Also das habe ich halt jetzt, wie gesagt, nicht gesehen. Aber das mit der Kettensäge ist schon ein bisschen heftig. Ja, aber das war wirklich so ein professioneller Stimmverzerrer. Und dann haben die das Telefon davor gehalten und das war dann richtig so, what the fuck? Der Typ erpresst irgendjemand über mein Telefon, ich bin doch mit, Trilly, und dann... Und dann war da auch so eine Frau, die hat dann so geschrien, so, Hilfe, Hilfe! Oh Mann. Ja. Gedichten. Der Hammer. Da gibt es nämlich so eine lustige Stelle in Wolf of Wolf. Hey. 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 Hab ich tatsächlich geguckt. So. Mhm. Gotchi. Lustige Stelle. 5, 6, 5. Da ist so ein dickes Schwabbelfett drauf. Das ist so dick wie der Rest des Fleisches. Das ist richtig geil. Ja, was schmeckt das? Na, Palermo. Zöldfleisch. Echt? Sauer. Diese Gelatine, was ist das sauer? Was ist da drauf? Eine Scheibe Ei oder eine Gurke? Worüber? Wo kommst du denn her? Dafür ist ja da. Worüber? Ist auf jeden Fall ernst. Ist auf jeden Fall zielführend. Gut, dass du das sagst. Ja, wir haben die Fragen gerade alle beantwortet. Gotchi 565 hat wie immer herzlich gelacht. Was macht ihr denn alle derzeit? Das ist sehr gut, aber das ist keine Frage.
Es ist ja auch noch nicht fertig. Ach so. Was macht ihr denn derzeit alle so? Und wo treiben sich die einzelnen Leute immer rum? Eigentlich könnte man an dieser Stelle noch mal Kalle anrufen, weil der sich als einziger gerade hier nicht rumtreibt. Okay, und sonst sind wir gerade noch mal versuchen. Ja. Und wir machen ein Feedback. Ich versuch's noch mal. Ist nicht so spannend. Und sonst treiben wir uns auch immer hier rum. Ja. Und machen kein Feedback. Nee, wir treiben uns nicht. Ja. Das ist echt lecker. Das Palermo. Geht so. Also eigentlich besteht unser Leben. Aber wir sitzen trotzdem an dem Boden. Christopher möchte gerne auch was davon probieren. Nur ein klein bisschen. Alter, Dion, ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir auf ganzer Ebene. Nur probieren. Verzeihe dir, du willst die Möhre. Er kriegt die Möhre? Nein. Also die Stück mit der Möhre. Bitte nur. Probieren. Das Stück mit der Möhre. Die komplette Möhre. Nein. Die komplette Möhre. Kalle? Warte mal ganz kurz. Ja. Yo, was geht denn? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Was hast denn du vor anderthalb Jahren zum Geburtstag gekriegt? Was ich vor eineinhalb Jahren zum Geburtstag gekriegt habe? Ja. Von Anna und mir. Von Anna und mir. Alter, ich sitze gerade in der Vorlesung. Ich kriege private Nummer. Ich denke, was ist da los, Alter? Sag mal, was war denn das? Ich gehe jetzt in die Vorlesung zurück. Nee, sag mal bitte. Sag mal bitte, was das war. Was hat denn... Och, der Frechtags, Alter. Der Frechtags. Wir sind so wollen noch vor. Wir haben es nicht vergessen. Sitzen noch Vorlesung. Mit Betonung auf vergessen. Können wir nicht bei der Uni anrufen und ihn auch. Achtung, lassen? Wie kann man das? Einfach die Möhre abbeißen. Die Möhre, er muss die Möhre abbeißen. Die Möhre abbeißen. Die Möhre. Nein, so viel schaffe ich nicht. Du musst. Jetzt beiß doch noch einen ab. Beiß irgendwo ab. Ja, die Möhre ist Vegetarisch. Spaß. Ist das voll geil? Oh, das schmeckt lecker. Ja. Das ist bei der Uni an. Das ist Palermo. Ich ja, weiß ja nicht. Palermo darf nicht schmecken. Da gibt es doch eine Website bestimmt. Ja, aber ich weiß nicht mal. Alles war nicht. Das ist falsch. In den nächsten 10 Minuten darfst du auch nichts trinken. Gib's einfach heimlich und dir und die Flinte rausgeben. Das ist so nett. Danke. Weißt du, schreibt er bei dir 17. Okay. Ja. Er hat es leider auch nicht gesagt, tut mir leid. Das ist eine Gedicht. Ich hab's halt echt vergessen, was es war. Ich auch. Ich habe eins eingeschickt bei einem Schreiberwettbewerb. Das war krass. Weil es so gut war. Das ist krass. Ich will nicht angeben. Ich will nicht angeben, aber ich gebe an. Da gibt's so ein Web-M. Es gibt da so ein Web-M, wo so eine ganz dicke aus Amerika, die soll Gemüse essen. Und die guckt sich dieses Gemüse an, die kann das nicht essen, die muss so fast kotzen, das ist ein Web-M. Ungefähr so sah das jetzt gerade mit Christopher aus. Ich muss kotzen! Weil das nicht essen konnte. Du musst dir einfach vorstellen, dass das lecker ist. Dass diese Möhre keine Möhre ist, sondern Zuckerwatte. Dion, ich schaff diese Jury nicht mehr, kann das jemand anders? Nun. Ablutschen. Will denn noch jemand? Ja, mir ist egal. Nun, ich lese einfach mal die nächste Frage. Ja, was war das letzte Mal, was wir machen müssen? Ja, ne, wir sitzen mal hier. Ja, wir sitzen hier und warten, bis Robin mit der Kamera vorbeikommt und uns alles filmen. Alter, kannst du bitte nicht. Ohne Scheiß. So, ne Pack. Das war schon weiter oben. Natürlich auch. Hast du schon mal überlegt zu studieren, Robin? Zum Beispiel Japanologie, Alter, Kultur, Journalismus oder sowas? Nee, lass mal. Alter, das ist so Japanologie? Nee, hör mal auf, ey. Das ist echt ein spannender Studiengang. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Lernen wir was fürs Leben. Ja. Und studieren ist der Shit, oder Daniel? Das ist der Shit auf jeden. Oder Kalle? Oder Kalle? Wenn man studiert, sitzt man nämlich in der Vorlesung und kann nicht mal sagen, was man zum Geburtstag gekriegt hat. Und das Verrückte ist, er wäre nicht rangegangen, wäre es meine Nummer gewesen. Ich hatte meine Nummer aus und deswegen ist er rangegangen. Also die nächste Frage finde ich ziemlich gut. Ich lese die jetzt einfach mal so vor, dass ihr das alle hört. Ja. Und ihr da drüben antwortet mal so. Nochmal schon am besten, oder? Okay. Ja, Rudolf. Der hat noch nichts gesagt. Stört es euch, dass nur Spasten eure Videos anschauen und kommentieren? Hättet ihr gerne mal seriöse Questions? Wir haben ein gutes Gleichgewicht, muss ich sagen. Ist das? Nochmal, schreibt nochmal was dazu. Ich bin zu sehr abgelenkt vom Gelee, den ich... Ich finde das Gleichgewicht insofern gut, als dass die Spasten Spaß bringen und die Informationen gehen halt an die, die es interessiert. Ja. Ich glaube eher, es gucken alle zu, aber nur die Spasten fallen auf. Das ist so korrekt. Ja. Ich sage auch mal, die Frage ist ja schon alleine dadurch beantwortet, die Leute... Weil Spasten nicht nur einmal kommentieren, sondern gleich 6-mal. Was soll das, Christopher? Ja. Weißt du, da musste der Admin sogar eingreifen. Geburtstags-Hitler? Ja. Der Heinrich darf auch einfach ins Wort fallen und darf dann aussprechen, ja? Das ist korrekt. Den Heinrich redet kein anderer. Jeder darf jedem ins Wort fallen, außer Heinrich. Aber du schaffst. Stimmt.
Ja, da kam noch ein Kommentar mit Haha. Ja. Um das jetzt nochmal zu vervollständigen. Bestes Fido. 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 Fridolin. Von Foto. Danke, aber nee. Alter, da ist sogar ein englischer Kommentar. Okay. Mach mal ein neues Gangster-Video mit Billy Idol, Rebel Yell. Ist ein sehr gutes Lied. Knife Party, Give It Up. Ja, ganz toll. Aber auch du hast es wohl nicht verstanden. Die werden nicht angenommen, außer sie stehen in den Kommentaren unter den jeweiligen Videos, weil sonst ist es zu wirr. Es kommen viel zu viele Vorschläge auch bei Facebook und so. Echt nur unter den Videos, weil nur da gucke ich, wenn ich danach Videos sehe. Also gucke. Diesen Kommentar hast du jetzt nicht gelesen? Den habe ich nicht gelesen. Und wenn ich ihn gelesen hätte, hätte ich ihn sofort wieder vergessen. Aber Billy Idol, Rebel, schönes Lied. Hat auch hier dein Alex bei der Dings gespielt, bei der Party. Ist doch geil. Ich würde sagen, ich blende mal ein paar Fotos ein von der Party, weil da war nämlich der Christopher dabei. Der Christopher, unser Ersatzkalle. Unser Ersatzkalle, weil Kalle hat halt nie Zeit. Ja, weil du besoffen warst. Die wurde die Ente, den Frosch und das. Innen aus! Ja, jawohl. Blende ich mal ein paar Fotos ein. War Heidengaudi. Beste Fotos. So. Phantom Zero. Wer ist das denn? Warte, die Fotos noch einblenden. Ja, das ist so live hier alle. Phantom Zero, aber so ganz komisch geschrieben mit einer Null und noch einer Null. Und ein großes Z. Komisch. Ach, Kalle zockt. Deswegen wirkt er so desinteressiert. Ach, übrigens, Phantom Zero. Wir treffen uns. Alle. Ich wollte nur Bescheid sagen. Ja. Ja. Danke, dass du beim letzten Mal Bescheid gesagt hast. Echt lieb von dir. Ich konnte nur leider nicht. Ja, war jetzt hier so eine spontane Action. Ich weiß ja nicht, wo hast du das? Ja, ist. Und spontane Action sind die besten. In der Freisoft-Party hat jemand Stress gemacht. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich Hashtag #Entweder. Also, was ich sagen wollte. Stress gemacht hat auf jeden Fall dieser komische Markus, oder wie der heißt. Markus, der wollte gerügelt. Ja, der wollte alle verwamsen, hat Fuck you und so gesagt. Ja. Welcher Markus? Hat der nicht auch Anna geschubst? Der hat alle geschubst. Aber Gott sei Dank wurde er noch geschlagen. Ja. Und er hat den Wasserlöscher dabei. Gott sei Dank hat die schlagende Situation den Scherz. Aber wisst ihr, das Beste war, MCM hat uns persönlich was vorgerappt. Aber MCM tanzt jetzt. Intens. Alter, macht jetzt Dance. Ja, das kann ich. So genauso wie er. An meinen Schuss. Aber es war nicht so schlecht. Wenn das kommt, schon. Sauf dich wach. Ahahaha, das lässt sich mir auf ein T-Shirt drucken. Das ist auch keine Frage. Ja, aber da war bestimmt ein richtig guter Witz. Was passiert denn? Stimmt, den wissen wir leider alle nicht mehr. Ja. So, Anna, eine Frage an dich von Neon Socks Forever. Was hat es eigentlich mit dieser Höhlenmalerei an euren Wänden auf sich? Höhlenmalerei? Hallo! Höhlenmalerei! Naja, es ist schon so eine Art Religion. Es ist eine Höhle, aber es ist Malerei, aber es ist keine Höhlenmalerei. Es ist halt voll gemütlich und so. Im dunklen Keller muss man das halt irgendwie schön gemütlich machen. Das stimmt, das macht bunt und es holt voll viel aus der Wohnung raus. Genau, was, deswegen ist es voll geil. Was echt geil ist, Heinrich spricht jetzt nicht, damit ich aussprechen kann. Die Fotos, als wir hier Treffen gemacht haben mit Kalle und so, wo wir dieses Ding dort waren, schon ganz früher mit Tina und so, ja. Und mit Rebecca, da war ja alles weiß im Hintergrund. Das war fürchterlich, das ist total wenn man hässlich. Jetzt sieht. Ich fand das auch sehr gruselig. Weil wir können ja nachher mal kurz das Penisgesicht nochmal zeigen, was der Peter uns gemacht hat. Das können wir ja auch instant machen. Ja, kannst du mal machen. Ja, weil die Jungs mussten aufräumen und der Heinrich hat Pfandflaschen weggebracht, aber der Peter ist behindert. Der musste malen, weil der macht nur Unfug. Der hat auch beim Malen nur Unfug gemacht. Nee, aber das ist hübsch, das Gesicht. Ja, aber jetzt sieht man den Baum ja gar nicht richtig da hinten. Der Baum ist nicht so wichtig, das Penisgesicht ist wichtiger. So, hier ist auch noch Höhlenmalerei. Hier ist auch noch Höhlenmalerei. Fragwürdige Kunst. Da steht sogar da ist auch noch Höhlenmalerei. Das ist zwar ein Penis drin, aber das sind. Luis hat gestern auch. Da kann man ja viel rein interpretieren. Da leuchtet ein Penisgesicht. Da ist UV-Malerei. Noch ganz viel von den Farben hier. Und der Fokus spinnt auf jeden Fall gut rum. Manche Menschen mögen halt so. Das hier? Erotische Kunst, die, wo Gesichter Penisse haben. Und das sind auch, da gab es glaube ich auch eine Menschenrasse, die ist glaube ich aber vor ein paar Jahren ausgestorben. Die hatten wirklich Arschgesichter und Penisgesichter. Kennt ihr die nicht? Wie hießen die denn? Gut. Mein Bruder hat die halt nachempfunden. Hab ich irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Nächste Frage ist ziemlich lang, die darfst du lesen. Ich weiß, ach doch, hier. Neon Socks Forever, wie schafft man es, eine Abmoderation 30 Minuten lang herauszuzögern? Nun, ich sage es mal so. Die Frage ist ja, warum sollte man und so weiter. So,
Wie schafft ihr es überhaupt noch Gäste zu bekommen, vor allem solche, die im Gegensatz zu euch normal sind? Normal? Wer? Da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, wer letztes Mal dabei war. Das war hier Sebastian Erdbund. Ach, wo wir hier alle geschminkt haben. Ja. Ja, der war da aber auch nicht ganz süß, sonst hätte ich ihn nicht schminken lassen. Das stimmt. Ja, also der war nicht normal. Das war der Rangelgewinner, der Rangelsieger. Ja, der war echt cool. Der hat das ganz schön drauf. Seid ihr Meister der Manipulation? Ach, da hinten. Spasten hier eingeladen werden. Also. Auf Annas T-Shirt steht auf jeden Fall, sie ist der Meister. Das ist ein gutes T-Shirt, hab ich schon mitgenommen vom Konzert. Ganz toll. Woher rührt das Desinteresse Kalles? Nun, ich würde sagen, wir rufen ihn mal an. Ja, wir fragen ihn mal. Ich glaube, nicht mehr. Und wenn, dann rufst du seine Uni an und lässt ihn ausrufen, wirklich. Vielleicht kann Kalle mir auch gleich sagen, warum die Russische Föderation bei mir anruft. Weil die sich verwählt haben. Wenn er nicht rangeht, dann rufen wir die Russische Föderation an. Wahrscheinlich hast du eine ethische Dass das überspringen wir gekonnt. Was bezweckt Daniel mit dem Verwenden einer großen Masse von Hashtags? Würde ich sagen, Hashtag. Du hast nicht mal einen Hashtag in deinem Kommentar drin. Also, das beantworte ich gar nicht. Ja. Hashtag beantwortet. Will er als alter Sack das Bild vermitteln, jung und hip zu sein? Hallo, ich bin hier mit der Jüngste von uns, Filmen. Nee, da hinten sehe ich noch ein junges. Dion ist der Jüngste. Ja, der hat immer nie seinen Ausweis. Christoph, glaubt nie einer, dass Anna ist eindeutig älter als ich. Okay, ich habe nicht. Könnte daran liegen, dass ich 20 bin. So, dass Anna älter ist. Nein, dass ich keine glaube, dass ich 18 bin. Achso. Wird Tina denn nun bei einem gewissen Gesangwettbewerb zu sehen sein? Das ist echt eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das werde ich sie auf jeden Fall mal fragen, beziehungsweise ich werde sie gewaltsam dazu nötigen, würde ich sagen, weil das muss halt echt mal passieren, weil dieser Running Gag, der ist schon irgendwie seit 5 Jahren oder so. Und das muss halt wirklich mal passieren, weil mittlerweile gab es bestimmt 2, 3 Situationen, wo es hieß, ja, ich mach das. Und dann muss das jetzt auch mal passieren. Oder hatte sie zu großen Schiss und war ihre sonst so einnehmende Persönlichkeit nicht stark genug, den Laden bei RTL einmal durchzumischen? Tja, gute Frage. Hm. Nee, das muss echt mal passieren. Ja, lass sie da mal hinschleppen. Wann ist denn wieder Superstar? Das hat doch gerade angefangen, oder? Jetzt hat es angefangen. Schnell hinschicken. Nee, naja, jetzt. Supertalent. Nein. Der ist mir egal, Typ. War doch. Nee. Das ist doch also ich so lange. Keine Ahnung. Alter. Lag letztens irgendwo auf der Couch und da hat man das angemacht. Und da war das noch in der... Wie heißt das? Casting? Hier, du bist im Recall. Ja. Okay, geil. So. Und was habt ihr Weihnachten so getrieben? Ach, Weihnachten ist schon ewig her. Ja. Geschenke gekriegt oder so. Ja, genau. Apropos Geschenke, Leute, wollen wir Kalle mal anrufen? Nee. Der geht nicht ran, der geht nur bei mir ran. Ich will das nächste Mal noch hervorheben, weil da steht, eure Zweimann-Band ist echt geil. Ja. Geil. Kann man euch für Hochzeiten, Geburtstag und anderen Schüssel buchen. Wo habt ihr denn gebandet? Ja, wir kommen auch. Also ich sag mal so. Für ein Bier vorbei. Nee, ich sag mal so, wenn du wirklich irgendwie was Großes, eine große Feier hast, wo du uns mieten willst, ich wäre dabei, weil es wäre halt schon lustig. Aber nur, wenn du viel Geld hast. Aber da müssen halt auch wirklich irgendwie 100 Leute sitzen, die da denken, oh, jetzt kommen hier krass. Uns mieten. Wir brauchen mindestens 2 Flaschen Jägermeister. Wir nicht. Also wir die nicht. Die Zweimann-Band. Wir halt nicht. Ja, aber die Nostera Band ist sicher für ein großes Publikum. Aber da steht ganz klar eine Zweimann-Band. Aber der Nostera Band ist egal. Für die Nostera Band. Auf jeden Fall muss es halt eine ganz große Veranstaltung sein. Die Person hat bestimmt die offizielle Nostera Band noch nicht gesehen. Na doch, hast du Nostera Band gesehen? Das war fast ein Growl. Was? Auf jeden Fall, ja. Wäre halt echt lustig. Ich meine, mir wäre es dann halt egal. Ja. Wäre deine Party, die versaut wäre. Eben. Und ich würde es feiern. Ich weiß halt nicht, ob du es ich verspreche dir, ich würde 2 Stunden lang durch improvisiert da Musik machen. Kein Problem. Mach ich mit, ja. Ja, es wäre geil. Aber muss halt auch echt eine große Party sein, wo dann so, die schicken Gäste sind. Irgend so eine Konfirmation oder so. Das wäre geil. So was richtig Ernstes. Ja, wir brauchen Trauerfeier. Ja, nee, das macht Chaos, das machen wir mal nicht. Das wäre ja wie über abstürzende Flugzeuge Witze zu machen. Stimmt. Ja, über sowas machen wir über seinen Chef Witze gemacht. Das ist nicht witzig. Ist ja kein Zusammenhang. So. Fernsehgorilla fragt, fast 2 Stunden für eine Produktplatzierung. Ich spinne, Hashtag no way. Ich spinne. Ach, du meinst, er meinte wahrscheinlich fast 2 Stunden für eine Produktplatzierung. Wir hätten das mehr auskosten müssen. Für eine! Lass mal hier, ja, alle zusammen eine? Nee, dann, wenn Ja. Nur
Cross-Putzer und Magen. Ja! 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 Vollmilch! Russell! Dänische Delikatessen ist halt durchaus guter Film. Kann man fast so gut wie auch die Engel essen Bohnen. Ja, ja. Bohnen. Und Bohnen. Nein. Schade. Ich dachte, dass dieser Film jetzt hier Adams Äpfel wäre, aber ist es nicht. Aber es ist auch ein guter Film. Kann man glaube, dieser Film da ist Adams Äpfel. Du hast den jetzt hergezogen. Ja, haha, den habe ich dabei gehabt. Ist ein guter Film. Kann man nicht mal angucken. Geht's wieder hin. Guck mal rein. So. Geht's wieder hin. So, Fernsehjola sagt auch noch. Hashtag Robin ist hässlich, weil du das irgendwie mal gesagt hast. Und jetzt haben wir einen Hashtag. Das ist gut. Finde ich jetzt eigentlich nicht verkehrt. Ja. Manuel Pfeiffer erinnert mich daran, dass der Kalle neulich mit uns nicht in den Urlaub wollte, sondern mit einem anderen. Mit seinen reichen Freunden. Mit seinen reichen Freunden, nur weil sein Vater halt reich ist, hat er den nicht genommen. Und Kalle wird das halt eh nie sehen, deswegen genau, wir jetzt so viel. Genau, Kalle hat halt Desinteresse. Deswegen haben wir Kalle, wo bist du? High Five. Deswegen sind wir mit Kalle auf Party gegangen. Kalle ist auch 18. Ja. Ja. Mach mal die rüberbringst in der Nacht. Nee. Ich glaube, das wäre eher was für Witte leist. Oder? Weiß ich nicht. Also, es gibt halt schon ein Witte-Videos. Ja, und auf jeden Fall, ich wette, es gibt auch ein Freddy Krueger-Video schon. Ja, das ist halt schon so. Lass dich mal überraschen. Es kommen Dinge, die kommen auf jeden Fall noch nicht von anderen. So, Zivilperson 30, 87. Auch ein sehr starker Kommentierer. Ja, auf jeden Fall ein Lob an dich. Vielleicht ich. Warum kommt eigentlich niemand auf die Idee, die Waschmaschine direkt neben den Herd zu stellen? Dann bräuchte man nur noch eine Kette statt deren zwei. Da, 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 da. Anna, du Anna, bist eine Frau, verstehst du? Nee, verstehe. Dann geh uns mal Sandwich machen. Sandwiches. Sandwich. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Jetzt Sandwiches kochen und. Das ist so schlecht, ey. Waschen. Was geht's denn? Das Ding ist. Die Wäschetrommel von der Kamera hinten so eine Fahrradkette dran machen, dass sie den Ofen mitbetreibt. Ah! Das Ding ist, Anna kocht ja nicht mal. Deshalb echt. Würde Fahrrad. Aber wenn sie kocht. Chili Sine Carne ist richtig geil. Sine Carne? Sine, ohne. Warte mal ganz kurz, Fleisch. Ich hab Anruf. Angeben. Auf seinen Schmarrn. Ohne Stand mit. Angeben. Hallo. Herodes muss den Lautsprecher anmachen und telefonieren. Sehr gut. Das war gerade das Mutti, warte, ich mach das. Hallo Mutti. Lautsprecher. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Ansonsten mach ich den Lautsprecher, ich hör's von dir. Warte mal bitte ganz. Hast du gerade kurz einen Moment? Gut. Ja, Schatz. Ich hab ein bisschen. Gibt's nicht. okay, jetzt bin ich voll da. Ans Telefon. Bist du bei der Anni? Ja, bin ich. Ja, ich bin jetzt gerade hier. Sie gucken mich mit dem Fernglas an. Hey, die Gardinen sind doch zu. Nur die ist auch blind. Herodes. Nun, an dieser Stelle spule ich vielleicht einmal vor. Ja, hier sind Mädchen. Ja. Wir sind Ja, ist echt anstrengend. Ja, Anna ist auch da. Sind jetzt wieder fertig? Zurück, ich glaube. Schöne Grüße! So, Zivilperson hat das nämlich noch kommentiert und das ständige Umketten würde auch entfallen. Und der Markus Tiuber sagt, genau solche Ideen habe ich auch immer. Markus Tiuber! Wollen wir später mal rübergehen? Der Markus ist später, ein guter Mann. Also wirklich. Die Welt ist mehr von Markus Ideen. Ja. Also das nächste von Steffen, QSO4. Egal, die Frage ist egal, aber Vorwerk ist ganz toll. Also, ja. Die Frage, eigentlich, ich überspringe das, was du schreibst, aber ich finde den Vorwerk-Staubsauger, der geht richtig gut. Der tötet sogar Muttermilch. Ja, der geht richtig rein. Der geht akku rein. Bitte nicht. Der gewinnt das Damage Race gegen die Milben und er gräbt sich tief in den Teppich, um nach Antworten zu suchen. Ja? Also wirklich, der Vorwerk, der ist richtig gut. Ich kann dir den. Eine Karte und dann gewinnen wir. Ja. Der zieht ein Land aus dem Teppich und dann haben alle gewonnen. So. Naturtalent. So kann ich wirklich empfehlen, so ein Kobold. Und dann gibt es noch so ein, du hast ja mit. Meine Oma
Die hat da so einen geilen Staubsauger, das ist so ein Roboter, der macht alles alleine. Alles. Und der macht das super gut. Der macht das wirklich gut. Der kostet auch nur 800 Euro. 800, aber das ist ja schon runtergesetzt. Der ist aber Testsieger Nummer 1. Ja. Stiftung Oma kann da Deals machen. Das heißt, wenn er runtergesetzt ist, ist er sogar noch besser als 800 Euro. Ja, also. Ja. Und wir haben den live gesehen, der fährt halt auf dem Boden rum und dann sieht er, oh, Boni in der Ecke. Fährt wieder zurück, fährt um die Ecke rum und er macht alles. Und dann aber. Dann sieht er einen Stuhl und denkt sich, nun, fahren wir doch mal auf den Stuhl zu. Und weil es ja besonders dreckig ist, bleibt er natürlich da eine Weile da. Das ist nicht, weil der stecken bleibt oder so, der saugt da besonders gründlich. Ja. Und Oma Inge, die freut das dann und nimmt ihn weg. So, war sehr schön. Vorwerk ist gut. Macht mal GTA Next Gen. Vom Kitty Block. Nee. Also, Manuel Pfeiffer, schreibt dann einfach deine Antwort, bitte. Nee. GTA Video ist halt schon gemacht und da war eigentlich schon so alles drin. Das Next Gen sieht da einfach besser aus, hat höhere Auflösung. Jetzt kommt hier ja, so einer mit. Mach das nochmal in 4K. Nee. Mit hässlichem Bild. Wie, Alter, was ist denn das? Dion Random. Boah. Bah. Der hat ja Robins Frisur. Abartig. Also ich würde sagen, das lesen wir fast gar nicht vor. Nee. Ja, Alter, der spammt ja richtig, der Spaß. Er fragt, pinkelt Anna im Stehen. Anna, ich kann's nicht. Habe ich keine Hashtag geschrieben, oder was? Doch, Hashtag Robins Beauty Cam. Was? Ja, ja. Hashtag Robins Beauty Cam. Später auflegen. Hashtag so. Nummer stinkt, warum mag Daniel so gerne Hashtag? Hast du geschrieben? Das kannst du mit einem Hashtag Frag Daniel beantworten. Im nächsten Feedback wird das beantwortet. Hashtag Frag Daniel. Das ist so noch Jokes on you, weil du hast geschrieben, du bist noch Mamas Kacke geworden. Ihr müsst lauter reden. Ja, ich will euch nicht unterbrechen, deshalb rede ich immer leise. Was? Jeder darf jeden unterbrechen. So, dann noch Hashtag. Oh, Hashtag. Ja, also zweimal den Hashtag gemalt und einmal Hashtag ausgeschrieben. Also Hashtag, Hashtag, Hashtag. Wann kommen echte Vlogs? Nun, ich würde sagen, echte Vlogs. Also du darfst ja, ich habe jetzt meine Aufgabe. Streck mal deinen Arm aus. Den richtigen? Den hier. So, du hast jetzt hier einen Reisevlog. Du bist gerade hier unterwegs, weil... Hallo Leute, das... Mädel Leute. Das, ich bin der Dion, das ist der Reisevlog. Dein Unterkiefer ich bin, ist weit... Du musst den Unterkiefer nach vorne. Ja. Unterkiefer nach vorne. Genau so. Ja. Ich war heute... Ich höre keinen fränkischen Akzent, komm. Fränkischer... Mit was ist fränkischer... Ja, Mädel Leute. Es ist dein Reisevlog. Es ist dein Reisevlog. Ja, schummel dich hier nicht mit rein, du Vlog-Suchti. Ich bin... Du bist doch Aktionskünstler, jetzt mach doch mal was. Soll ich mal was Lustiges machen? Mach mal, wirklich? Mach mal was Lustiges. Ja. Oh, lustig. Ja, warte. Nicht boosten. Ja. Du musst da reinsingen. Ach so, das war der Witz. Er hat warte, ich Witz mal kurz nicht machen, verstanden. Am Sonntag bin ich eingekommen. Da habe ich ein bisschen Magic gespielt. Weil mein Partner, wir sind in einer festen Beziehung, das weiß sogar seine Mutter. Hat sie mir schon erzählt, ja. Hat sie wirklich ja. Was hat sie gesagt? Das würde ich. Ja, dafür dürfen ja Leute im Raum nicht wissen. Ach so, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, okay. Das kommt noch später irgendwann mal raus, was da eigentlich los war. Richtig. So. Wir sind angekommen und wir haben ein bisschen Magic gespielt und hier, weil er so gut in Magic ist, haben wir gewonnen, auch gegen die Noobs da drüben. Warte, ich zeig mal kurz die zeig Noobs. Zeig mal die Noobs. Der Hässliche da. Schreibt mal ruhig Hashtag Robin ist hässlich. Und Daniel benutzt zu viele Hashtags. Hashtag. Gegen die haben wir gewonnen und dann hat mir Daniel noch ein Eis ausgegeben. Aber vorher durfte ich noch ein bisschen aufs Trampolin. Ja. Das war wirklich Hashtag sehr schön. Hier nochmal der Clip. Genau. Hier nochmal der Clip. Könnt ihr hier klicken, da klicken, da klicken und abonnieren. Daumen nach unten. Und dann habe ich nochmal ein Eis ausgegeben bekommen, dafür, dass mein Schatz sich hier ein Eis gekauft hat. Und da haben wir immer noch ein bisschen Magic gespielt. Und dann sind wir abends Tee trinken gegangen. Und da war dann auch sehr lustig. Und jetzt... Ist zwischendrin noch ein Tag passiert, aber da weiß ich nicht mehr, was da eigentlich passiert ist. Ist eigentlich die Minute schon rum? Ja, aber ich glaube noch nicht ganz. Ja gut, dann lasse ich einfach nochmal 3, 2, 1, Minute ist rum. Gut, das war jetzt ein Vlog, da haben wir das jetzt auch abgearbeitet. Dass sie super toll sind. Keine Vlogs mehr machen, Vlogs sind wirklich sehr unterhaltend. Ich finde ja immer besonders toll, wenn die Vlogs an sich total öde sind, aber trotzdem übelst der Hype drum gemacht wird, weil halt das Leute sind und so.
Julian zum Beispiel. Julian, der mit, wie heißt der, Kuptekan, Rapper da? Hashtag Beef. Wie heißt der? Ahmed, genau. Ahmed. Die fahren halt echt einfach 10 Minuten lang den ganzen Tag in der Stadt rum und sagen, wir gehen ins Kino, gehen dann doch nicht ins Kino. Machen im Endeffekt nichts, aber alle finden es toll, weil es sind halt Julian. Ahmed. So. Nun, Vlogs sind auch ganz toll. Ja, ich wollte damit nur sagen, Vlogs sind wirklich sehr toll. Ich habe auch gegessen. Ja, der Dion fragt auch noch, Hashtag Magic, steht auf allen von Daniels Klamotten sein Name. Raus, das ist mein Haus. Dazu muss ich leider sagen, heute steht nicht auf allen meinen Klamotten mein Name. Dafür steht überall, auf meiner Unterhose steht vielleicht Dion drauf. Heißt du auch Dion? Du hast eine Unterhose. Ich heiße auch für dich. Ja, du leider nicht. Für jeden Tag eine Unterhose. So, und einer der Dion fragt, macht dann noch Hashtag Robin. Hat Robin ein großes Klangholz? Und ich weiß auch, wer es beantworten kann, denn nämlich die Marie Buke. Und die sagt ja. Buke! Also sie. Buke! Buke! Egal. Ja, aber auf jeden Fall weiß sie, dass Robin ein ganz großes Klangholz hat. Ja, die wird es im letzten Video gesehen haben. Den Namen nicht mehr. Von welchem Klangholz redet sie? Das ist da liegt. Vielleicht? Achso, ich dachte, das war ein Synonym für. Ja. Nun, Marie. Schreibt zwei Fragen an mich. Zwei Fragen gleich. Ja, nur an Robin. Nee, jetzt bin ich beleidigt. Dion, da kommen Fragen nur an Robin. Was? Nur an Robin. Ja, die Fragen sind auf jeden Fall schon wieder äußerst gut. Ich frage, ob ich mal was anzufangen mit YouTuber Batman sein. Ja, ich bin ja auch Robin gleichzeitig. Interessiert euch jetzt Batman. Alter, ich muss ja, neben Batman auch noch Robin. Ja, das ist halt der Twist. Kannst du mal so einen coolen Dialekt sprechen, also wie die hippigen, flippigen Ossis privat unter sich kommunizieren? Wollte dich das immer schon mal fragen. Ich bin dafür, dass wir das jetzt alle mal kurz machen. Okay, bei drei. Eins, zwei, drei. Der Norma spricht aber Schweizerdeutsch. Okay. Das lässt du jetzt bitte. Bei drei. Ja. Ich bin der Hitler. Er ist der Hitler. Aber ich weiß, dass ich mein Telefon klingelt gerade. Warte, ich muss schnell rangehen. Du bist nicht in der Schweiz, dein Telefon kann gar nicht klingeln. Geh dann mit Schweizerdeutsch. Ich würde jetzt echt gerne mal sehen, wie Leute wie Heinrich zum Beispiel Osse sprechen. Nee, das geht gerade nicht. Ach, mach jetzt einmal was. Ey, du kommst jetzt sofort wieder. Alter, mach dich hier rein. Ey, mach ran, Junge. Du rockst dich wieder auf deinen Arsch, Alter. Hier ist ja hier nicht leicht. Oh Mann, nochmal. Ich kann ja gern wunderbar sein hier. Mama hat gesagt, das ist immer dabei. Das ist prima. Achtung, der Heinrich ist da. Achtung. Da hat sich ein Hitcher-Nägel da reingehauen. Da musst du hämmern. Sorry, ich hab vorhin alle kaputt gemacht. Wisst ihr, wie du das machst? Legst auf 5 Euro auf Kopfkissen und sagst, hier, mehr bist du nicht wert. Heinrich, was sagst du dazu? Wozu? Heinrich, die Frage. Heinrich. Ich sage dazu, dass es der Karneval ist. Karneval ist der Beste. Es ist voll schön, Junge. Der Karneval. Der Karneval. Im Osten heißt das Fasching. Karneval. Ich habe den Handwerkskarneval im Osten gesehen. Ich möchte das nicht mehr besprechen. Soll ich das ansprechen? Ich bin der Össi. Heinrich. Ich trinke gerne Vita Cola. Überholt. Und die DDR-Brötchen sind die besten. GTA 5. Und wenn ja, wie findet ihr das schon zu viel? Einfach Antwort. Ich spiele das mit Robin manchmal. Warum kann ich nicht mehr? Weil er irgendwie in der Vorlesung sitzt. Aber wir sind so am Abreißen. Nee, ist wirklich geil, ey. Also das heißt, die Jets und
du fliegst mit dem riesen Flugzeug über den Militärflughafen und versuchst ein Selfie mit Robin zu machen. Nicht. Aber richtig geile Stunts gemacht. Richtig geile Stunts. Und ich habe jetzt auch einen neuen gelernt. Der Shizu-Slide ist das. Da kannst du nämlich mit dem Motorrad. Der Christopher möchte gerne mit der anderen den Platz tauschen. Jetzt willst du das. Ich meine, ich bin voll schwer und so. Mir ist egal. Der Christopher will das doch. Danke. Jetzt schwingen wir voll auf die Beine. Oh, das war echt unbequem. Warum habe ich den Clipper am Rücken? Das ist nicht meine Schuld. Der muss jetzt noch über du hast dich dran gelehnt. Ja, klar. Das ist echt ein Clipper. Warum hast du deine Schuhe noch gesagt? Ich muss hier nicht jemand behalten, in anderswo. Nimm doch Bier. Das ist schon ganz schön dreckig. Alle, die es wissen. Das ist halt ziemlich dreckig. Soll es noch jemand Meinungen zu GTA 5? Es ist gut. Gut, ja. Macht Spaß. No. Voll mal ein, aber nicht Güter. Sieht richtig gut aus auf PS4. Ja, den besten, wichtigsten Türen. Achso, und? Ja. Was? Neo-EA. Neo-EA. Ich weiß nicht, ob das für Außenstehende echt nachvollziehbar ist, was das bedeutet. Also, wir können ja vielleicht mal so ein kleines Stück hier. Du kannst mir ein Bier anbieten. Weißt du, ich komme hier so rein. Damit man das im Zusammenhang meint. Wollen das? Alter, es geht hier! Oh, nee, oh, IA! Streit doch, Kind! Das ist doch nicht deine reale Reaktion. Echt, nimmst du das Bier und gibst es mir? Oder irgendwem, der es mir erzählt? Das macht ja immer so. Also, Daniel, das geht nicht! Robby, willst du hier, ey? Na, gib her, ich geb's dem Christopher Nüber! Oh, geil! So, Markus Lanz guckt auch unsere Videos. Geil, ey Markus, Mahlzeit. Endlich kann man mal machen. Auf jeden. Und was haltet ihr von dem Studio Ghibli? Ghibli? Ja. Zeichentrickfilmen, zum Beispiel Chihiros Reise. Ja, ist voll schön. Voll super, voll schön. Ich fand die letzten Schmetterlinge sehr gut. Das war der Kriegsdings, ne? Genau. Ja, und bei Mein Nachbar Toronto sind die süßesten Wesen, die es gibt. Ja. Und nicht so, wie man sich das halt denkt. Kannst du nicht einfach fertig essen und dann deine Hände abwischen? Also, das stört dich. Ich wollte es nicht. Ganz, ganz klein. Als ich fresh rauskam, hab ich dir damals ein Turnier getrunken. Kann mich auch kaum noch dran erinnern. Aber war, glaube ich, ganz gut. Weil ich dreimal angefangen und dann hat es immer nicht weitergelaufen. So. Aber der ist doch toll, oder? Der wird doch mal gehypt. Der Anfang war gut, ja. So. Wart ihr alle auf dem Gummi? Also ich gehe eigentlich selten ins Gym rum. Aber ich weiß auch nicht, welchen Abschnitt man im Gym macht. Also, ich weiß nicht, 42er Bizeps oder so, wie misst man das dann? Nee, Schnitt. Zweimal rumwickeln. Zweimal den Penis rumwickeln. Nee, zweimal so ein Band rumwickeln und wenn es dann 42 ist, ist es eine Schaltfaust. Du musst aber dann die Länge von deinem Penis noch durchteilen. Durch was? Durch den Umfang von deinem Bizeps. Und dann hast du aber den Schnitt von dem Penis. Sommer Schwimmbäder aufmachen und stehe wie Eis. Kleinen Finger an. Schön um. Schön Bauer machen. Schön auf dem Rumpf stehen und nichts. Stehe wie Eins. Das habe ich weniger als erwartet gehört. War hier sonst noch jemand auf dem Gimmi? Waldorf! 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 Was hat das jetzt mit GTA 5 zu tun? Genau. Was hat das jetzt mit GTA 5 zu tun? Was auf dem Gymnasium ist die Frage, um welchen Abischnitt hat es? Oder geht's nicht? Ich habe Fachabi gemacht, ich habe 2,5. Hey, Fachabi! Das heißt, ich bin mit 2,4 ein besserer Mensch als du. Ja, ich habe aber nicht gelernt. Ich bin mehr wert als du. Aber ich bin in meiner Deutschprüfung eingeschlafen. Eingeschlafen? Ja. Der war wieder schlecht. Eingeschlafen. Hä, warum? Weil ich, keine Ahnung. Ich habe 1,0 gemacht. Geil. Und was denn ich könnte das. Dann habe ich bei der Apfelpresse. Erzähl uns von der Apfelpresse. Also, das ist sehr schön, weil da kann man immer im September, Alter. Oktober und November seine Äpfel hinbringen und die kann man dann zur Apfelsaft treffen lassen. Und das ist sehr gut, deswegen macht das. An meinem PC. Ja, Erfurter Straße, Appenrot, ganz hinten, geht da hin. Aber alle hier, was hat das denn mit GTA 5 zu tun? Weiß ich auch nicht. Da sind wir schon längst dran vorbei. Ja? Ja. Ja, eben.
So. Jetzt habe ich auch mal Product Placement gemacht. Christopher Zebezauer schreibt, ja. Metal Leute, was haltet ihr vom Drachenlord? Wird es eine Kollabo mit ihm geben? Wir können das mal wieder auflösen, ja, sonst denken alle, ich werde. Ihr hättet halt vor allem echt qualitativ hochwertige Beiträge schreiben können. Das ist haben so korrekt. Die haben sich voll reingehackt, als wir jetzt Hause waren. Übergebe ich mich jetzt okay. an dich. Mir geht es um was völlig anderes. Können wir nachher ganz kurz filmen, wie der Heinrich die ganzen Pfandflaschen wegbringt, weil er will das unbedingt alleine machen. Das sind mehr, weit mehr als drei Kisten. Okay. Und er will die bis zum Das hat jetzt rein gar nichts mit GTA 5 zu tun. Und in einem Flutsch oder was? Also nicht zweimal gehen. Ja, will unbedingt alleine alles auf einmal. Ist nicht das erste Mal. Er hat es das letzte Mal nicht geschafft und dieses Mal sind es viel, viel mehr Pfandflaschen. Nee. Ich schaffe es. Du hast es geschafft, dass du Cliffhanger. Easy, well played. Wird er es schaffen oder nicht? Surrender at 20. Zeig doch mal kurz die Pfandflasche. Always. So. Das ist der Wahrheit. Feed. Ich warte hier noch. Hier fängt es ja an. Das ist der erste Kasten. Feed or AFK. Diesen Kasten würde dann an seinem Sack transportieren. Er hat halt nicht mal einen Rucksack. Er hat halt einfach nicht mal einen Rucksack. Ja, aber was macht er denn, wenn da was runterfällt? Dann muss keine er das Ahnung, ja wegmachen. Ist halt, meine, ist halt sein Bier. Gibt's hier, warte. Das sind, so machen es die Coolen. Danke. So. Bildmalerei schafft er nicht. Okay, wir sollten die Kamera kompatibel. Ey, wieder alle anziehen. War das eben so? Ja, das sieht irgendwie. Also alle in ihre Rolle jetzt. Anna ist eigentlich schwul. Ja. Wir sind fast durch. Vielleicht wird es dir dann noch eine gemeinsame Gruppen-Action einfallen lassen. Was hat denn der Christopher Zippezauer noch geschafft? Der hat ganz viele. Ja, das sind können die wir die bitte, können wir die bitte noch. Die machen wir auf jeden Fall. Das sind halt die letzten. Ja, ja, ist okay. So. How much is the fish? Das ist eine englische Frage. Ach so. Wenn es in Englisch quischt. Dann fragt er, warum schreibst du wie ein Hurensohn? Das war damals schwach. Was ist da nur in mich gefahren? Damals aktuell vor 5 Minuten. Auch. Mann, verkauft ihr Pro-Invites? Ich soll, aber ich kann jetzt mal jemand den Sonnenstrahl blockieren. In was? Also, ich weiß halt nicht, inwiefern das gerade dem Video was beifügt, dass wir das vorlesen. Aber verkauft Kalle noch Pro-Invites? Da ist Gluten drin. Und was haltet ihr von Krusty Krok Crinkle Cut Paprika Chips? Kann man mal essen. Aber gut, dass wir es vorgelesen haben. Gute Frage. Gut. Ja, jetzt wissen alle Bescheid. Ja. Ja, wie findet ihr die? Das war jetzt wie findet ihr die Krusty Krok Crinkle Cut? Die Frage ist auch an dich. So, an dich hab's ja was ich davon halte, die Packung. Auf dieser Note. Du bist der Heinhaut. Dion, willst du vielleicht noch eine schöne Gruppen-Action? Jetzt geht's los. Jeder zieht die Hose von seinem rechten Nachbarn an. Dir fällt auch immer nur Hosen anziehen. Scheiße. Ja, wer ist denn mein rechter Wer ist denn jetzt kriegst du meine Hose? Wo ist rechts? Der Rode ist ja auch rechte Bastard. Ey, so ein rechter. Nicht scheiße, dass jetzt alle Leute das leider niemand gehört. Was sollst du machen? Zieh mich schon mal auf. Jörn, wer ist denn jetzt mein rechter Nachbar? Ich kann nicht die Hose an. Der Rode ist aber eine Hose. Der Rode ist. In meine Hose passen sogar zwei Leute. Der Rode ist in die Hose. Der Rode muss jetzt meine Nummerstraße anziehen. Und dann zieht er sein. Der Rode ist die seine. Das wollte ich auch nicht. Wie können wir denn das mit Inhalt füllen? Ja, auf Platz wäre. Jetzt erfahre ich auch, was ich mit Hose anhabe. Hier ist so, dass diese Aktion kommt. Ich passe doch nicht in deine Hose rein. Toll, jetzt müssen wir natürlich auch die Schuhe noch ausziehen. Ich habe doch keine Unterhose an. Guck mal, da. Das macht es, das ist doch gerade der Spaß. Es wäre jetzt echt cool, wenn Heinrich jetzt deine Hose anzieht. Jenny, ich bin auch nicht sicher, ob er eine Hose anhat. Ich war mir auch praktisch. Oh je. Deine Hose muss ich jetzt anziehen. Ich glaube nicht, dass es Trickshot war. Deine Hose passt mir perfekt, Jan. Gib mir jetzt deine Hose. Du hast stimmt. Ich zieh mir jetzt Robins Hose an. Das finde ich so cool wie Robins. Die ist auf jeden Fall schön warm. Wie, das ist auf jeden Fall echt eklig, was da gerade passiert. Ich hab doch eine. Hose an. Du siehst aus wie Caro. Eigentlich müsstest du wie von Christopher glauben. Ja, stimmt. Danke. Guck mal, Caro, das ist nichts gegen dich, Caro, aber stimmt, das ist wie als hättest du diese Hose alleine, ne?
Also deine Hose ist ja viel zu groß, Robby. Alles zu groß? Ich dachte eigentlich, die ist viel zu viel. Hier oben. Das ist doch voll gut. Ich fühle mich gleich wie sportlich. Was hast du jetzt an? Alter, die ist sogar zu groß. Ist das wenigstens die neue Leggings? Die kannst du dann bestimmt auch wegwerfen. Ja, Arsch, jawohl. Zeige mal. Ich hab den Gürtel kaputt gemacht. Was hast du Schönes zu bieten, Heidi? Was? Soll ich auch gerne meine Hose präsentieren? Die ist halt echt zu groß. Warte mal. Geile Robin. Warte mal, ich kann hier... Nur ein Mädel, Heinrich, jetzt musst du mal ein Stück hier ran, weil jetzt ist das Licht. Zeig doch mal von hinten, komm. Oh, ist das süß. Schön. Wunderschön. Wie steht hier? Ja. Nicht schlecht. Ich meine Fragen, ob's was aus? Ist. Ich hab keine Hose. Der Robin hat keine Hose. Was? Ich hab hier noch einen. Falls du das endlich nicht aufhörst, wir können noch zwei rein. Taschentuch drin. Das ist meine. Das ist das benutzt? Weiß ich nicht. Das ist doch geil. Die ist angenehm. Die ist bequem. Also, ja, so Heinrich, dann füll das jetzt mal mit Inhalt. Was? Wie skinny ist denn die Bitte? Was ist mit Inhalt? Wenn die dir passt? Die Hose. Wenn es nicht aufgeht, meine Hose. Das muss das Entertainment hier für die Leute, die da gerade zuschauen. Hier auf jeden Fall die Endcard. Pass mal meine weiche Hose an. Hier das vom letzten Mal. Das ist die schöne Hose. Und hier das von anderem. Vom vorletzten Mal. Hier abonnieren. Abonnieren. Favorisieren. 5 Sterne dürft ihr auch geben. Ja, das ist ein guter Content. Läufst du aus? Tschüss. Ja, zeig's die Kamera. Schnell ab 18 Content. Los. Ach du Scheiße. Das fokussiert sich nicht. Ich bin das. Elefant oder Hund? In meiner Hose? Elefant. In meiner Hose? Ich will jetzt nur nicht deine Decken und so voll bluten, das ist irgendwie ekelhaft. Nein, nee, das macht dein Nomasch auch. Ich Nasenbluten. Achso, so. Anna, ist hier das erste. Das ist echt voll die. So eine Mädchenhose. Die hat manche Mädchen tragen. So. Also, ich möchte einfach mal festhalten, dass die Hose an Anna besser aussieht als oder der setzt sich auch. Dion sagt doch irgendwas, aber wir gucken dann jetzt gleich mal, ob der Heinrich das schafft, alle Flaschen, die ihr gesehen habt, gleichzeitig wegzutragen. Danke. Im Zweifel ist. Bleibt dran. Das ist schon besser. You really wanna say so einer bist du. Oh, so einer bist really du. Wanna so einer bist du. Oh, I'm in energy culture. Yes, when you know. You're in when you're out. You're up when you're down. Dun, 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 GEMA! Nach Hause! Alte Scheiße! Wenn ich das jetzt reinrufe, würde ich gerade hier nochmal hier nehmen. Dann wird die eingeschaltet. Pass auf. GEMA? Welcher ist der Filter? Welche Richtung drehen wir? So rum. Wenn Leute sich immer aufregen. Darum. Das ist gesehen, das ist echt 50% für die Hustennormung so ausgemacht. Warte nochmal. Verrückte Welt. 1, 2, 3. Aber zwei Schaffe ich, oder? Ja, so ein Glied. Ich probier's, aber ich sehe halt nichts. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt schon nicht. Das ist jetzt da. Ja, so, ja. Das ist alles schön. Das ist so zeitgleich. Du hast da eine Flasche verloren. Wo? Hier unten. Die musst du auf jeden Fall wieder aufsammeln.